Märchenstunde mit Cortana und Jens. Hallo, ich bin Jens der Christ und wir hören jetzt mal ein Märchen. Erzähl mir das Märchen von Aschenbrödel. Okay, lass uns zusammen erzählen. Es war einmal ein Mädchen, das wurde von seiner Stiefmutter und den Stiefschwestern schlecht behandelt. Weil es neben dem Herd in der Asche schlafen musste, nannte man es Aschenputtel. Eines Tages gab der Prinz einen Ball. Soll Aschenputtel auf den Ball gehen? Nein. Okay. Aschenputtel wollte nicht auf den Ball, weil viel zu kitschig fand und eher auf Rockmusik stand. Stattdessen ging sie in die nächste Bar und traf dort den Prinzen, der seinen eigenen Ball geschwänzt hatte, weil er Bälle viel zu kitschig fand und eher auf Rockmusik stand. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann... du weißt... Und dann leben sie noch heute. Das war das Märchen von Aschenbrödel. Wobei ich glaube, die eigentliche Fassung ist ein bisschen anders. Vielleicht hätten wir doch nicht Nein sagen sollen, sondern Ja. Probieren wir es doch einfach mal aus. Erzähl mir das Märchen von Aschenbrödel. Okay, lass uns zusammen erzählen. Es war einmal ein Mädchen, das wurde von seiner Stiefmutter und den Stiefschwestern schlecht behandelt. Weil es neben dem Herd in der Asche schlafen musste, nannte man es Aschenputtel. Eines Tages gab der Prinz einen Ball. Soll Aschenputtel auf den Ball gehen? Ja. Aschenputtel ging zum Grab ihrer Mutter und schüttelte das Bäumchen, das dort wuchs. Da fiel ein prächtiges Kleid vom Baum herab und goldene Schuhe. Aschenputtel ging zum Ball und tanzte mit dem Prinzen. Doch auf dem Rückweg verlor sie einen Schuh. Suchte der Prinz nach Aschenputtel? Nein. Okay, dann eben nicht. Aschenputtel und der Prinz hatten beim Tanzen bemerkt, dass sie gar nicht zusammenpassten, blieben aber befreundet. Bald darauf zog Aschenputtel von zu Hause aus. Heute arbeitet sie als freischaffende Künstlerin und stellt Skulpturen aus Asche her. Der gestiefelte Kater ist ihr Agent. Ach so ist das. Also, die haben nicht geheiratet, weil sie sich beide nicht mochten. Naja, wozu Tanzen auch immer gut ist. Aber ich glaube, wir haben da schon wieder was falsch gemacht, ne? Vielleicht hätten wir doch sagen sollen, dass der Prinz nach den Aschenputtel sucht. Na gut, dann probieren wir es nochmal. Erzähl mir das Märchen von Aschenputtel. Okay, lass uns zusammen erzählen. Es war einmal ein Mädchen, das wurde von seiner Stiefmutter und den Stiefschwestern schlecht behandelt. Weil es neben dem Herd in der Asche schlafen musste, nannte man es Aschenputtel. Eines Tages gab der Prinz einen Ball. Soll Aschenputtel auf den Ball gehen? Ja. Aschenputtel ging zum Grab ihrer Mutter und schüttelte das Bäumchen, das dort wuchs. Da fiel ein prächtiges Kleid vom Baum herab und goldene Schuhe. Aschenputtel ging zum Ball und tanzte mit dem Prinzen. Doch auf dem Rückweg verlor sie einen Schuh. Suchte der Prinz nach Aschenputtel? Natürlich suchte der Prinz Aschenputtel. Ich glaube, der Prinz ließ alle Frauen im Reich den Schuh anprobieren, aber er wollte keiner passen. Am Ende fand er Aschenputtel und ihr passte der Schuh. Da heirateten sie und wurden glücklich. Ich liebe diese romantischen Enden. Ja, und das ist schön, dass es so ein romantisches Ende ist. Und wenn euch die Geschichte von Aschenputtel gefallen hat, dann erzählt es auch weiter. Vielleicht findet ihr auch ähnliche Videos. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und Gottes Segen. Schlaf gut, Cortana. Ich wünsche dir einen angenehmen Schlaf und eine geruhsame Nacht.